Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir das dritte Gebiet fertig abgeschlossen. Also wir haben da die 100% geholt. Kommen unserem Ziel der Spielvollendung immer näher. Heute geht es ins vierte Gebiet. Das Heldenversteck. Nach der Expedition würde ich nach der Folge hier machen erst, weil wir wollen ja erstmal das Heldenversteck jetzt sehen. Ich denke mal, dass vielleicht noch so zwei Bereiche noch kommen, weil ich schon denke, dass diese Leiste da links noch gefüllt werden muss. Bis ganz unten. Da scheinen ja noch zwei mindestens Platz zu haben, deswegen komme ich auf diese Vermutung. Aber auf jeden Fall geht es jetzt erstmal ins Heldenversteck. Wir sehen uns dort. Oh, ich lag richtig. Das ist wirklich der Bereich, wo wir Olimar am Anfang gespielt haben. Kolonier, meinen Daten zufolge befindet ihr euch nun innerhalb des Bauwerks. Wenn ich mir eure Position ansehe, bin ich mir sicher, dass wir recht hatten. Captain Olimar war ebenfalls hier. Ich habe einen Logbucheintrag mit exakt den Koordinaten gefunden, an denen ihr euch nun aufhaltet. Unbekanntes Gebiet. Die Apparatur der Dolphin rückt in greifbare Nähe. Die verbleibenden Teile müssen sich in dem riesigen Bauwerk befinden. Die ich jetzt zum ersten Mal sehe. Mir scheint, dass dort ganz eigene Regeln gelten. Ich sollte meinem Erkunden sehr vorsichtig sein. Und wir haben noch weitere überraschende Neuigkeiten. Das Raumschiff, das wir in der Nähe des Basiscamps gefunden haben, gehört Captain Olimar. Das war tatsächlich sein Schiff. Das sah doch in den vorherigen Teilen anders aus, oder nicht? Nachdem wir die Flugdaten analysiert hatten, konnten wir bestätigen, dass es von Hokotate stammt. Und das bedeutet, dass wir nun Captain Olimars Fährte folgen können. Vor ihrem Aufbruch habe ich euch schon alle Fährten aufnehmen lassen, die auf dem Schiff zu finden waren. Also, Otschin, Shining, findet Olimar. Den haben wir, glaube ich, schon längst gefunden, nur ist er leider auch ein Blattling. Okay, mir werden die gelben, die Eis- und die Felspigments hier empfohlen. Okay, das ist ein riesiger Bereich. Mal gucken, was wir hier so alles finden. Auf jeden Fall wieder diese Springboden. Transportiert die ruhig ab. Warum? Angriff! Kann die ja mit der einen Trillerpfeife zu mir holen. Da, seht nur. Das ist der Hund, den dieser Laubling dabei hatte. Sieht so aus, als wäre er im Moment allein. Ich werde mal nachsehen, was im Logbuch zu diesem Hund steht. Moose, die Wachhündin. Moose bewacht den Zugang zum Unterschlupf, während ich mich ausruhe. Außerdem sammeln sie Pikmin. Auch wenn mir unklar ist, wo sie sie findet. Wie dem auch sei, ich habe großes Glück, dass mir Moose in meiner schwierigen Lage zur Seite steht. Also wenn die Hündin Moose ist in dem Logbuch erwähnt wird. Nicht dieser Laubling. Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Die Form passt ja sogar überein. Ist 1:1 Olimar. Oh, da sind auf jeden Fall neue Gegner. Seid ihr denn für welche? Ich glaube, da muss ich Stein werfen.
Töte die mal nicht so. Was? Dieser Hund entführt Pikmin? Ich weiß nicht, was er mit ihnen vorhat. Doch, wir müssen alle zurückholen, die er sich schnappt. Jungs! Angriff! Angriff! Fällt die ein. Okay. Auf den Hund müssen wir aufpassen. Der klaut mir meine Pigments. Ach genau, jetzt kommt ihr. Na gut, ich muss wahrscheinlich irgendwie einen Weg da hoch öffnen, oder? Die können das doch nicht alles durch das Loch da tragen. Nee, besser, wir suchen am besten eine Landestelle hier unten. Oh Gott! Springbodenception! Neue Gegner, die werfen mit Kristallen. Da ist das, was ich haben will. Na, Landestelle hier unten. So, Basis verlegen. Ich brauche eine Basis hier unten. Kriege ich eine Warnung, wenn der andere Hund wieder wach ist? Böse. Lass die erstmal liegen. Das ist nicht weiter schlimm, wenn ich die jetzt nicht sofort aufheb. Da oben sind noch Rohmaterialien, die kann ich mir aber auch noch von anders holen. Da unten drunter liegt was. Noch mal was gefunden. Das muss ich definitiv umkicken. Oh, da geht zu dem zu der anderen Riesenzecke. Ey, wenn die bei uns irgendwann so groß werden, ne? Ich verlasse das Haus nicht mehr. Der Sprint ist einfach richtig stark. Ich erhoffe mir hier eine neue Zwiebel zu finden, deswegen lasse ich die übrigens gerade liegen. Na komm, hilf mal. Mein Sprint ist stärker als deiner. Wenn ich dann auf jeden Fall hier eine neue Ziel finde, dann kann ich mir so dann direkt wesentlich mehr neue Pigments dann holen. So, die machen mir gleich den Weg auf. Okay, der Hund, der braucht lange, um wieder aufzuwachen. Ich glaube, da muss ich mir erst einen Weg bauen. Oh, die droppen Rohmaterialien. Geht mal holen. Okay, wir wissen da oben.
Ich habe, glaube ich, keine Rohmaterialien mehr. Ich muss erstmal neue Rohmaterialien sammeln. Die lassen gerade mitgehen. So, in einer kleinen Rille. Kann man auch leicht übersehen. Da oben ist eine Höhle. Wir können Otschen nicht mitnehmen. Kann ich das Ding rammen? Okay, da muss ich irgendwie anders ran. Angriff! So, lasst erstmal liegen. Oh, kann ich den Fernseher mitnehmen? Dann nehmen wir diese Höhle hier als nächstes mit. Höhle der Doppelgänger. Immer wenn ich in etwas suchen lasse, führen sie mich in die Irre. Es muss ja eine Kreatur geben, die ihr einen Geruch abgibt, der nicht nur Moos und die Pikmin führt, sondern auch meine Sensoren. Ein Ökosystem, das auf Täuschung basiert. Oh, das klingt doch lustig. Hier werden die Giftpigments empfohlen. Okay. Okay, hier gibt es keine Zwiebel. So, erstmal einen Überblick verschaffen. Ja. Ich sehe schon. Aber warum werden mir hier die... stimmt, die blauen, die wurden mir ja auch empfohlen. Es ist schön, dass Otsche nicht mehr vereist wird. Ich hatte noch nie einen Mangel an Rohmaterialien, ne? Das ist das allererste Mal. Hey! Einfach gegen die zu rasen. Mega lustig. Und kaputt. Und da war nichts drin. Otschen Grab. Wir haben jetzt schon lange gebraucht zum Tunnel bauen. Gott sagen, gönnt euch ruhig. So, das transportieren wir noch nicht ab. Warum fällt die da überhaupt ins Wasser? Hat getroffen. Kommen irgendwann runter. So, die blauen transportieren die mal ab. Dann machen wir da das Eis-Gelee jetzt mal weg. So, dann ist hier offen. Abtransport. Dann habe ich auch gleich wieder Rohmaterialien, dass ich das eine Teil bauen kann. Warum kämpfen die auch komplett allein gegen das Ding? Das habe ich nie im Auftrag gegeben. Ihr faulen Säcke hätte da jetzt ruhig helfen können.
So, Leute, laut Karte haben wir alles. Aber ich muss hier noch Einträge von der Shepard-Familie lesen. Ich meine, ab dem 4. haben wir nämlich nicht gelesen. Bald werden neue Mitglieder unserer Crew beitreten. Wir haben offiziell beschlossen, Rettungshunde in unser Team aufzunehmen. Sprechen können wir mit ihnen zwar nicht, doch durch sorgfältiges gemeinsames Training werden wir gegenseitiges Vertrauen und Verständnis aufbauen. Ihr guter Geruch wird unsere Rettungsarbeit revolutionieren. Manchmal sind wir nicht gut im Wahrnehmen von Gefühlen. Hunde allerdings. Sie scheinen schnell zu merken, wie sich jemand fühlt und wie sie eine Beziehung aufbauen können. Daher meine Idee, was, wenn Hunde nicht nur die Position von Gestalten, sondern auch deren Gefühle erschnüffeln könnten? Unsere Mission wäre um einiges leichter. Und das Tagebuch der Einführerin? Ja, man ist, wem andere egal sind, Personen wie sonstige Lebewesen, der hat in der Rettungskrew nichts verloren. Wir verbringen so viel Zeit miteinander, da ist es wichtig, wirklich freundlich miteinander umzugehen. Wir haben ein SOS-Signal von jemandem namens Ulim empfangen. Ich hätte nie gedacht, dass es noch unerforschte Planeten da draußen gibt. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Mission gefährlich werden wird. Das neueste Mitglied der Rettungskrew, Shining, wird daher vorher erst in der Rettungskrew-Zentrale zurückbleiben müssen. Ein paar Sachen mit mir Gedanken. Lasse ich den Mitgliedern meiner Crew genügend Freiraum oder müsste ich sie mehr fordern? Habe ich allgemein die richtige Herangehensweise oder eher gar nicht? Als Irrenführerin sorgt man sich wirklich unentwegt, weil man immer meint, sich beweisen zu müssen. Ich war mir sicher, dass ich die Einträge noch nicht gelesen habe, auch wenn die da anders angezeigt werden. Ja, auf der Ebene haben wir alles. Ein Bereich weiter runter. Dann sehen wir auch, wie groß die Höhle ist. %25. Das heißt, wir haben erst ein Viertel an der Stelle. Das wird eine längere Höhle. Oh, Orchin hat wieder einen anderen Auftrag. Er muss sich um die Tore offenbar kümmern. Das heißt, hier müssen wir von Orchins Hintern runter. Dort. Oh, ich krieg hier nochmal ein paar weiße Pigments. Dafür opfer ich, wenn immer, die grünen. Die sind entbehrlich. Die würde ich danach eh nicht behalten. So mache ich wenigstens Plus. Ich glaube, hier brauche ich Otschen. Hab hier mal die Tore geöffnet. Die sind immer gut beschäftigt, die Pigments. Okay, kann ich dich einfach überrasen? Die weißen kann ich die ja umnieten. Wie die immer direkt komplett von der Rolle sind, sobald es um diese Biester geht, ne? Kommen aber auch immer so überraschend. Deswegen tragen die es da nicht weiter. Okay, ich sehe, wie das funktioniert.
Ohne Fernsehfernbedienung. Ah nee, das ist wieder so ein NES-Controller. Den lassen wir vorerst liegen. Okay, es scheint offenbar eh letzter Bereich zu sein. War ja nicht besonders groß hier. Können wir ja so offen lassen. Und schon lasse ich einfach den da abtransportieren. Der holt sich, dann die Goldklumpen und dann sind wir hier in dem Bereich, glaube ich, auch schon fertig. Okay. Kurz nochmal Überblick verschaffen. Die Karte wird dabei, glaube ich, nicht aufgedeckt. Hier hängen Weintrauben in der Luft. Ist das eine... Ich kann da noch mal ein paar weiße Pigments holen. Okay, hier sind diese fiesen Käfer, die sich im Boden verstecken. Aber ich kann viele weiße Pigments hier mitnehmen. Das ist was Positives. Weil die kriege ich ja nur aus den Dungeons. Ja, dann mal zuerst hier lang, ne? Das lasse ich am besten nur die weißen machen. Was ist denn das für ein Ekelhafter? Ich darf nicht mehr da reinwerfen. Also ich durfte mir nicht mehr machen. 100 ist maximale. Also werde ich ein paar blaue oder Eispigments noch opfern. Angriff. Erstmal weg mit den Seifenblasenfallen. Die sind hier ultra gefährlich. Okay. Der latscht da doch nicht rein wie die letzten Affen. Okay, ich muss warten, bis die Plattform bei mir ist. So, wir müssen ja irgendwie an die Weintrauben rankommen. Und das muss ich von der Plattform aus machen. Abtransport! Okay, da muss ich mit einem Sprint rüber. Das war jetzt nicht mein Plan. Das war jetzt nicht unbedingt der schlauste Plan. Drei sind nämlich gerade deswegen darunter gerieselt. Ja, die kommen nicht vorbei. Watschim ist doch, glaube ich, auch mittlerweile immun, ne? Ja, lass das Ding erstmal liegen. Ihr könnt es gerade eh nicht transportieren. Der da macht mir Sorgen. Ja, genau deswegen. Und dann ist da auch noch so ein Steinrolfi. Was schön. Oh, es wäre gut, wenn wir den platt machen.
Dann haben wir einen besseren Ort für die Basis. Jetzt können die das Teil auch abtransportieren. So, den Glibber haben wir mal entfernt. Kommt die Orange auch mit? Ach, ich muss den Weg ja hier. So. Die Eispigments bleiben dann mal dort. Das ist eine miese Situation. Wir haben die Sommerfrüchte komplettiert. Ich versuche ihn einfach zu vereisen. Ich glaube, das ist die beste Option. So, den Rest lassen wir die weißen Pigments hier machen. Jetzt wieder diese Giftdinger. Obwohl, sind die Grünen davon betroffen? Nein, die Grünen juckt das auch nicht. Okay, die Grünen sind, glaube ich, was Elemente angeht, universell. Es liegt. Den Saft, den nehme ich gerne mit. So, jetzt müssen sie hier einmal kurz einen Weg nach oben bauen. Und dann sind wir hier, glaube ich, auch schon wieder fertig. Watching kann leider nicht mit da hoch. Ich sehe schon, wir müssen ausnahmsweise mal für Otschin den Weg öffnen. Obwohl Otschin käme da doch auch leicht hoch, oder? Ja, Otschin kommt da auch so hoch. Ah, okay, ich muss das trotzdem drehen. Ich wollte gerade sagen, laut Schatz wäre hier noch was. Aber wir sind hier fertig. Braucht die jetzt nicht extra einsammeln. Die werden eh mitgezogen. Okay, letzter Bereich dieser Höhle. Also von diesem Doppelgänger-Teil habe ich bisher nichts mitbekommen. Oh, ein Riese von denen. Oh. Ist hier irgendwo jemand gestrandet? Ich habe das Gefühl, dass ich dich mit Bomben füttern will. Der frisst die tatsächlich. Kaputt, Mann, Leute. Der frisst sein Gold? Nein!
Aber um! Okay, der ist mit dem einen Teil beschäftigt, wir zerstören solange das andere. Ein paar Bomben habe ich noch. Okay, er konzentriert sich da drauf. Alle auf eins! Lass das erstmal da liegen. Also der ist auf jeden Fall interessant, der Gegner, aber er ist auch ultra einfach. So, nur noch ein Teil. Machen wir das letzte Ding auch kaputt. Wie reagiert er da drauf? Ja, der schlägt halt einfach nur einmal eben kurz. Der ist richtig easy. So, gleich hat er nur noch ein Kristall. Nein! Hör auf, die zu essen. Okay, er stirbt jetzt sowieso. Ja, genau deswegen. Er hat nämlich ein weiteres Weißes gefressen. So, dort war ein einfacher Boss. Muss ich jetzt nur noch die Dinger hier kaputt machen. Der Gestrandete liegt wahrscheinlich irgendwo hier hinten in den Vasen drin. Ja, dachte ich mir halt. Und ein Laubling. Und schon Dungeon und Dragons Würfel. Ich sehe immer auf die Visitenkarte dieses Laublings. Tja, wie zu erwarten war, wir können nicht auf die Daten zugreifen. Am besten retten wir einfach alle Laublinge und heilen sie dann. Könnt ihr erst dann auf die Visitenkarte bringen. Bringt euch genauso viel. Okay. Wir haben diese Höhle abgeschlossen. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir diese Folge noch nicht rausgehen. Das machen wir erst bei der nächsten. Weil der Part ist jetzt schon recht lang. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.